allein der Dreier durch. Ja, ich hätte schon gerne was, zumindest auf gut Glück geraten. Ja. Hätten wir eh $0 gehabt. Ja, aber wenn es richtig gewinnt, war nicht. Wegen dem Zehner. So gehst du mit Geld um. Zehner nix mehr wert. Salz. Ja, vor lauter Panik, naja. Ja, ich war laut Panik, bin im Dunkeln rumgestöpert und hab mir raus von oder irgendwas anderes. Zeit. EMF, Frieda, ja, das haben wir sowieso. Und so jetzt wieder. Carol Jones. Hey, ich hab bloß eine Kamera mitgenommen. Hast du wieder einen EMF-Reader wahrscheinlich? Nein, ich hab Taschenlampen und Kamera. Oh, dann. Also Videokamera. Dann nehme ich. Also ich hab jetzt Thermometer und EMF. Ja, dann nehme ich das Bierchen noch mit. Also jetzt braucht unsere Community echte Lärmen über Content. Ja. Ah, die waren eh brav. So einen filmreichen Gefängnisausbruch. Aber ich glaube, ich weiß schon, wo er ist. Jetzt schon. Rasch oder irgendwo in einem Zimmer. Da haben wir bei 11 Grad in der Toilette. Ja, obwohl, das Thermometer ist nicht ganz sicher. Aber es schwankt auf jeden Fall, wie erinnert. Da ist schon wieder irgendeine Tür gegangen. Drei. Wie viel? Drei haben wir. Soll ich das Viertel hier legen? Ja, ja, da die Schuhe sagen. Dann tausche ich jetzt mein Thermometer schnell aus. Wie eine Ziele kann. Lass einfach liegen dort, dann platziere ich es später. Ich kann das schon. Nein, ich kann allgemein healen, egal wo. So, ja, ich gehe aber in Tokio, dann geht es besser. Am Boden zumindest. Ah, jetzt hat. Jetzt noch Finger abdrücken. Du hast einen EMF und so weiter dabei, oder? EMF habe ich noch dabei, ja. Ich hab Gefrier. Okay. Schreib in das Buch. Gar nichts mehr. Also, wie gesagt, Sprechbox hast du nicht dabei, gell? Nein. Ja, dann komm ich mit der Sprechbox rein.
Wie alt bist du? Oh. Ihr redet. Ja. Gefrieratem und Geisterbox. Hab ich nicht gefunden. Oder Geisterorb. Oder Dämon. Beziehungsweise Geister. Die Kamera ist nicht eingeschüttet drin, ne? Dem Winkel ist nichts zum Singen. Ich stelle es nochmal anders hier, vielleicht sieht man mehrer dann. Ja, ja. Außen platzieren, ich weiß nicht. Am Gang? Ja, auf dem Schrank halt da hinten vielleicht. Sollte passen. Sind wir heute richtige Profi-Geisterjäger, hä? Ah ja. Ist ja vorne ein Ausrutscher. Da liegt was. Ja, das geht dazu. Ja, aber anders platzieren kostet das eigentlich nicht. Nein, noch nicht. Bist noch recht stabil, also ist er nicht recht aggressiv. Kann also kein Dämon sein, weil Dämon ist ziemlich aggressiv, was geistige Gesundheit anbelangt. Und angegriffen hat er auch nicht. So, jetzt mit für den Nebenjob da. Thank you.
Ja. Schreib in das Buch. Wenn du drin bist, also Aktivität ist auf 1. 0. Du möchtest aber heute auch noch wissen, hä? Ja, die ganze Zeit Schritte, aber sonst. Also eher Gespenst oder Mare, weil Dämon, der wird uns viel öfters angreifen. Schreib ins Buch! Wir sollten eher schauen, dass wir Geister. Also er hat das Buch bewegt auf jeden Fall. So einen blöden Orb erwischen. Ich stelle jetzt meine Kamera. Fußabdrücke, also er ist auf jeden Fall durchs Salz gegangen und hat das Buch bewegt. Ja, ich glaube, wir hätten eine zweite Kamera mitnehmen sollen. Ich habe leider bloß eine mitgenommen. Schreib ins Buch! Blöde Kuh! Schau jetzt einmal kurz, vielleicht ist jetzt bei der Kamera besser. Aktivität bei 1. Kannst du die Kamera umstellen? Ich doch schon. Weil man sieht nichts. Oh shit. Aktivität bei 1. Ja, der. Wo war schon wieder aktiv? Ja, bei 1. Warum sieht man da hier was? Was sieht man denn da? Also schaut genau in das Zimmer rein jetzt die Kamera. Der ist vor deiner Tür vorbeigerannt. Ja, ich habe es gehört. Ich hab's in der Kamera verfolgt, live. Kannst nicht mehr sagen, Schüsse, gehst du eh nicht ins Haus, gell? Aber der war ganz winzig, also kleiner als die Höhe vom Türgriff. Ja, so ein kleiner Bub oder was das ist. Und trotzdem ist da kein Orb zu sehen. Ja, sonst fällt mir eigentlich auch keine Idee mehr ein. Also ich tippe auf Orb. Gespenst, Mare, Dämon. Ja, ich bin noch im Truck. Ach so, ja, weil der Familie dann so komplett resigniert da steht. Ich geh jetzt nochmal um Fingerabdrücke rein. Oder warte mal.
daheim kannst du dich nicht beschweren. Nein, wirklich nicht. Die hätte beim Bewegungssensor bieten nicht mehr sollen. Ja. Wie schaut denn die Aktivität da aus? Aktivität sagt momentan 1. Deine geistige Gesundheit ist bei 60. 61, 62. Fällt auf 59. Steigt auf 61. Fällt auf 58. Aktivität 2. Aktivität 4. Ja. Wo bist? In der Garage habe ich mich versteckt. Also ich tippe auf Geisterort. Ja, ich habe jetzt nochmal wegen Fingerabdrücken geschaut, aber ich finde nichts. Das andere war der Geisterbuch gewesen, aber ja, den mag ich auch nicht. Ich hab bloß noch gehört. Aber alle Angaben ohne Gewehr. Na, Abdrücke haben einfach nicht da. Der wird dann das nächste wirklich komplett auf 4 oder 5 Kameras aufrüsten. Kamera wieder, oder wie? Nein. Ich schaue jetzt nur mal, aber ich glaube, da werden wir nicht recht fest sehen. Ach, schmeiß jetzt weg. Ich platziere es nochmal um. Du lebst? Ja, hab ich zwar nicht gerade gut versteckt, aber es hat gereicht. Ja, aber was macht man jetzt? Ich hab jetzt die Kamera nochmal anders geklickt. Wie gesagt, wir haben bloß eine Kamera. Und du darfst Pillen nehmen, du bist jetzt bei 35%. Ich bin schon wieder da. Also nehmen wir Geisterorb. Jetzt habe ich es nochmal anders hingesetzt. Weil Buch schreibt er ja nicht. Hm. Da müssen wir doch irgendwas sehen, das gibt's ja nicht. Ich geh nochmal einmal gehen, eine ganz wagemutig. Und fordert ihn auf ins Birkel zum Schreiben. Alter, geh mit.
dabei. So kann man sich auch Zeichen geben. Ja, richtig. Ich hab's mir auch gerade gedacht. Ich sag, dass das ein Geisterorb ist. Schreib in das Buch. Auf geht's. Geist, schreib in das Buch. Oh shit. Ich bin Geisterorb sagst du. Geisterorb sagst du. Ich warte jetzt da über die Minuten. Ja, hab dich verstanden. Schau mal schnell, ob ich im Buch was lesen kann. Ja, 30. 20. Mare. Wohnt nieder die an der erwischt? Ja, ich hab mir gerade aufgefordert, ins Buch zu schreiben und dann war er. Dann ist er schon gekommen zum Handen. Und ich hab keine Zeit mehr gehabt zum Versticken, weil der war eh schon direkt neben mir fast. Naja. Also map-technisch hätten wir noch drei Sachen. Einmal Prison, also Gefängnis, dann Irrenhaus und Bleasdale Farmhouse. Ist fortgeschritten. Ja, ich glaube jetzt langsam, ehrlich gesagt.